Es ist diese ganz besondere Zeit, eine Zeit, in der die Straßen und Nächte von warmem Licht erfüllt sind, so wie auch unsere Herzen. Gerade dann verspüre ich oft, wie sehr der Alltag uns übers Jahr einholt. Und darum sollten wir diese Zeit auch ganz besonders schätzen. Nehmt euch diesen Augenblick für eure Lieben, habt es gemütlich und warm und genießt das Zusammensein im Kreis der Familie. Nehmt ein Stück davon mit in euren Herzen, wenn ihr tagtäglich einander begegnet. Familie, Freundschaft und Herzlichkeit sollten uns nicht nur zur Weihnachtszeit erfüllen. Tragt die Liebe und Wärme immer mit euch über das ganze Jahr. Frohe Weihnachten! Morgen ist schon Heiligabend und wie sieht's aus bei euch? Habt ihr schon für den ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag tolle Ideen, was ihr zum Essen kochen könnt? Nee? Also ich hätte da noch eine ganz spontane Idee. Ein richtig leckeres Menü. Herrlich! Ich zeige euch gleich, wie es geht. Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's und heute gibt es etwas ganz Tolles, etwas Leckeres, ein Menü. Ach, herrlich. Und zwar einen Rehrücken in einer Zimt-Buttersoße mit einem Quitten-Sellerie-Püree. Ja, und das ist noch nicht alles. Nein, wir machen auch noch einen Rotkrautsalat mit Pekannüssen und mit Granatapfelkernen und Apfelscheiben. Und die Zutaten, die zeige ich euch jetzt. Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unser leckeres Weihnachtsmenü habe ich hier schon mal vorbereitet. Wir brauchen natürlich in erster Linie einen ausgelösten Rehrücken, dann einen Sellerie, eine Quitte, 400 ml Gemüsebrühe, 3 Zimtstangen, einmal kalte Butter, einmal warme Butter, 2 Esslöffel Zucker, 125 ml Madeira Likörwein, 6 Wacholderbeeren, 3 Esslöffel Balsamico-Essig und 400 ml Wildfond sowie ein paar kleine Rosenkohlröschen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch nochmal unten in die Infobox. Dann für den Rotkohlsalat brauchen wir ca. 1/4 Rotkohl, dann 3 Esslöffel Ahornsirup, 3 Esslöffel Rotweinessig, Pfeffer und Salz, 50 Gramm Pekannusskerne, dann einen Granatapfel und 3 Esslöffel Walnussöl sowie 2 grüne Äpfel von der Oma Schmidt, Granny Smith heißen die, und eine Zitrone. Und dann natürlich eine geräucherte Entenbrust. Die gibt es so beim Metzger in Scheiben, weil die ist so fein, die würde man gar nicht schneiden können, die zerfällt. Das Fleisch ist so zart. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen was klein schneiden, nämlich den oder die Sellerie. Also wenn ihr es wisst, schreibt es mal rein. Ich sage schon immer die Sellerie, aber ich glaube, das ist falsch. In Würfelchen schneiden, sowie auch die Quitte. Und den Rotkohl auch in feine Streifen schneiden. Den werden wir dann nämlich mit dem Ahornsirup und dem Rotweinessig zusammen in einer Schüssel schön verkneten, ein bisschen salzen und pfeffern und dann eine Stunde ziehen lassen. Und ihr kriegt jetzt ein bisschen Musik auf die Ohren, ein bisschen was Schönes, Weihnachtliches und guckt mir zu. Und wenn soweit alles vorbereitet ist, sehen wir uns dann gleich am Herd. It was the night before Christmas. I was closing down for business. In my little prison shop, when the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop, but somehow from this Christmas
sind wir wieder und treffen uns wie immer am Herd, nachdem ich alles schön geschnippelt und geschnappelt habe, wie immer. Und jetzt legen wir dann auch gleich los. Und zwar müssen wir als allererstes für das Quitten-Sellerie-Püree, hier kocht schon die Gemüsebrühe, das da reingeben. Und zwar dann die komplette Sellerie, das sind jetzt dann 300 Gramm. Und auch noch 2/3 von den Quitten. Und 1/3 heben wir auf, die werden dann extra gekocht. Das gebe ich jetzt hier alles mit rein. Und dann wird das schön durchgedünstet, durchgekocht, 20 Minuten. Hier hinten habe ich meinen Rosenkohl drin. Schau mal schnell daher. Das sind bloß ein paar Röschen. Die dünste ich ein bisschen, denn da brauche ich dann später bloß ein paar Blättchen, um auf dem Teller das drumherum zu garnieren. Das schaut voll nett aus. Müsst ihr mal gucken. Braucht ihr bloß so 2-3 Stück. Die dünsten jetzt inzwischen so mal 10-15 Minuten. Das köchelt jetzt hier dann auch auf. Nebenbei habe ich hier 100 Milliliter Wasser in dem kleinen Topf. Da kommt jetzt der Zucker mit rein. Die 2 Esslöffel. Und da kommen dann auch die kleinen anderen Quittenteilchen hier noch mit rein und werden da auch ein bisschen gedünstet. Die kommen dann nämlich extra, die bleiben ganz. Das löst sich jetzt dann hier auf, der Zucker. Dann machen wir die Platte dann auch gleich an. Dann haben wir das soweit alles vorbereitet. Weil das ist jetzt natürlich mit ein paar mehr Töpfen als sonst hier verbunden. Aber mir macht es halt immer sehr, sehr viel Spaß für meine Familie, wenn Weihnachten ist, mal was ganz Besonderes zu kochen. Das ist ja heute da auch mit dem Rehrücken der Fall und dem Salat dazu. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt legen wir hier mal los. Das köchelt jetzt alles hier. Die kleinen Würfelchen hier im Zuckerwasser, die werden jetzt so lange gedünstet, bis das Zuckerwasser komplett fast einreduziert ist. Nur noch ein ganz bisschen stehen lassen. Jetzt ist unser Quitten-Sellerie-Püree bzw. Würfelchen sind jetzt 20 Minuten gekocht und auch die einzelnen Würfelchen, die sind einreduziert. Die decken wir jetzt einfach ab und lassen es ein bisschen stehen auf der warmen Herdplatte, dass es nicht ganz abkühlt. Mein Rosenkühlchen sind auch gedämpft und jetzt können wir dann praktisch loslegen und erstmal den Rehrücken anbraten. Das lassen wir dann noch einen Moment stehen. Wenn der Rehrücken im Ofen ist, dann machen wir das Quitten- und Sellerie-Püree. Ja. Und zwar müssen wir als allererstes jetzt hier hinten die Pfanne anheizen. Und dann kommt dort unsere Butter hinein, 50 Gramm Butter und die 3 Zimtstangen. Und da drin braten wir jetzt den Rehrücken an. Das habt ihr bestimmt auch noch nicht gesehen oder gehört, oder? Also ich war auch sehr begeistert von dem Rezept und habe mir gedacht, Mensch, mit Zimtbutter ist ja wirklich toll. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt brauche ich bloß mal hier mal noch meine kleine Zange. Und da gebe ich jetzt die Butter hier schon mal rein, dass die sich auflösen kann. Und die Zimtstangen mit dazu, dass die jetzt so die Butter ein bisschen das Aroma annimmt von den Zimtstangen. Sehr, sehr weihnachtlich. So, jetzt kommt dann der Rehrücken dazu. Den braten wir jetzt schön von der Seite, von beiden Seiten ein bisschen scharf an. Nicht allzu lange, also länger als eine Minute würde ich es nicht machen, weil das Stück ist auch recht dünn. Reicht schon. So, dann legen wir den Rehrücken auf ein kleines Blech und dann kommt er so in den Ofen. Das sollte halt innen sehr, sehr rosig sein und da müsste das Fleisch eine Kerntemperatur haben von 55 Grad. Ich habe jetzt hier so ein Ofenthermometer, das werde ich auch benutzen und zwar werde ich das hier genau in die Mitte vom Fleisch einführen. Ansonsten gilt die Regel, dass man bei 130 Grad Ober- und Unterhitze das Fleisch so circa 15 Minuten braten muss oder im Ofen noch weiter backen muss, dass es dann innen auch zart und rosig ist. So, jetzt dann noch ein bisschen salzen und pfeffern und dann kommt das Thermometer in die Mitte vom Fleisch und dann geht es ab in den Ofen. Thank you.
unser Rehrücken ist jetzt im Ofen und wir haben Zeit, die Soße vorzubereiten und unser Quitten-Sellerie-Püree zu machen. Das heißt, wir werden jetzt hier den angebratenen Saft praktisch noch nutzen und den ablöschen mit dem Balsamico-Essig, mit dem Madeira-Likörwein und den Wildfond dazugeben. Das Ganze einreduzieren und inzwischen dann auch unser Püree machen. Dazu müssen wir jetzt hier auch die Quitten und die Sellerie rausheben aus dem Topf und lassen uns nur ca. 4 Esslöffel von dem Saft von der Gemüsebrühe, was jetzt da entstanden ist, übrig zum Pürieren. Und da kommen dann auch noch ein bisschen Butter mit rein, die 75 Gramm. Und dann wird es ein richtig schöner, leckerer Püreebrei. Herrlich! Die Zimtstangen könnt ihr jetzt dann übrigens auch rausnehmen, bevor wir weitermachen. Den Essig. Und den Wein. Und der Wildfond. Und jetzt reduzieren wir das noch ein, auf 2/3 der Menge circa. Das kommt jetzt hier rein. Ups, na klar, muss ja wieder was rausfliegen. Ne, Joanna, geht ja nicht anders. Typisch. So. Rechts Geschmier habe ich jetzt da auf meinem Herd wieder. Aber das riecht wirklich ganz toll. Ist eine interessante Kombination, diese Sellerie und die Quitten zusammen, finde ich. Bin schon sehr gespannt. So, jetzt haben wir alles raus hier und dann nehme ich von dem Sud jetzt 3-4 Esslöffel, die gebe ich hier mit dazu. 1, 2, 3, 4 und dann noch die Butter und dann können wir das Ganze pürieren. So, das Püree machen wir jetzt hier wieder zurück in den Topf, dass es schön warm bleibt. Oh, das schmeckt echt gut. Wahnsinn, da brauchen wir auch nichts mehr dran machen. Kein Salz, kein Pfeffer. Durch die Gemüsebrühe und die süße Sellerie und Quitten. Hätte ich auch nie gedacht, dass das so lecker ist. Der Rehrücken ist fertig, hat eine Kerntemperatur von 55 Grad. Darum muss ich ihn jetzt raustun, dass er schön rosig ist. So. Schaut gut aus. Fasst sich auch schön an, schön weich. Das Fleisch muss dann eh noch ein bisschen zur Ruhe kommen und dann zieht es auch noch mal zusätzlich ein bisschen durch. Nicht immer so ganz frisch auf dem Ofen gleich aufschneiden, sondern einfach mal stehen lassen. Die Wacholderbeeren müssen wir jetzt noch ein bisschen anmörsern. Die kommen dann in die Soße rein, die ist fast schon einreduziert. Dann 50 Gramm kalte Butter dazu, dass es ein bisschen sämig wird. Dann schmeckt man die Soße mit Salz und Pfeffer noch ein bisschen ab. Und dann können wir schon unser Gericht anrichten. Und unseren leckeren Rotkohlsalat mit der geräucherten Entenbrust, den richten wir uns dann auch noch her. Also, wir machen jetzt mal hier so weiter und dann sehen wir uns gleich wieder von. So, meine Lieben, jetzt können wir dann mal anfangen. Und zwar kommt als allererstes ja unsere Vorspeise sozusagen, unser leckeres Rotkraut-Salätsche mit der geräucherten Entenbrust. Und dazu müssen wir natürlich jetzt mal gucken, unser Rotkraut ist jetzt hier gezogen eine Stunde inzwischen. Und den müssen wir jetzt erstmal ein bisschen durch ein Sieb abgießen und heben uns aber dann den Sud erstmal auf. Das gieße ich jetzt hier einfach mal drauf. Mal schauen, dass ich das so hinkriege, dass ich nicht klicker. Moment, so. Da ist ja gar nicht viel Wasser drin, aber das brauchen wir dann noch. Dann müssen wir jetzt als allernächstes unsere Granatapfelkerne auch damit reingeben. Und dann auch unsere Pekannüsse, die kommen auch mit dazu. Und zu guter Letzt dann noch das Walnussöl. Das sieht wirklich toll aus. Was sagt ihr? Das verrühren wir jetzt noch alles schön. Und dann geht es schon an die Äpfel. Das stellen wir dann nochmal auf die Seite hier.
Dann habe ich hier meine Äpfelchen, die schönen grünen von der Oma Schmidt. Wir brauchen jetzt noch ein Messer, denn die müssen wir jetzt in Scheiben schneiden. Gewaschen habe ich sie natürlich schon. Und jetzt tauchen wir die mal noch schnell in etwas Zitronenwasser ein, weil sonst werden die nämlich braun. So. Jo, und dann kann es auch schon weitergehen. Dann brauche ich hier ein Tellerchen und da drapiere ich jetzt als erstes mal die Äpfel so ein bisschen hübsch auf. So, ich nehme jetzt halt einen etwas länglichen Teller. Die Kernchen machen wir ja noch raus. Ne? Ich meine, das Gehäuse sieht ja wirklich nett aus und das kann man auch mitessen. Ich habe früher immer als Kind den Apfel mit Griebsch gegessen. Also man sagt Griebsch, also Apfelgriebsch. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch so? Wie sagt ihr da zu dem Inneren von dem Apfel? Kann man so lassen. Sieht doch ganz niedlich aus, wie so ein kleiner Stern. Oder? Was sagt ihr? So, ja. Und jetzt können wir dann praktisch hier oben schon so ein schönes Häufchen darüber einfach in die Mitte geben. Und noch eine. Einfach so eine Reihe in der Mitte legen. Und jetzt kommt dann von der Soße so ein bisschen was, tun wir hier drüber gießen, dass sich die Äpfel noch ein bisschen einfärben. Ein bisschen vorsichtig kippen. Und dann legen wir jetzt von der geräucherten Entenbrust die Scheibchen oben drauf. Und voilà, fertig ist eine leckere Vorspeise für unser Weihnachtsmenü. Und was sagt ihr? Schaut doch ganz lecker aus. Und wenn eure Gäste das verputzt haben, dann geht's weiter, dann können wir den Hauptgang servieren. Und das machen wir jetzt auch gleich. Carols being sung, it's Christmas. The fire crackling gently all the while. Snow is falling down. Guess everything's just right. But I'll be wishing you were here with me. Und voilà, fertig ist unser leckerer Rehrücken in einer Zimtbuttersoße und unserem Quitten-Sellerie-Püree. Und es schaut auch wirklich ganz, ganz fein aus und es ist mal was Besonderes, so an Weihnachten für die Lieben zu kochen. Das macht ja auch Spaß und es erwärmt doch auch unsere Herzen, wenn wir dann mal zusammen sind, weil Kochen ist ja Liebe und Genuss. Das ist ja auch so ein bisschen der Leitspruch von Fein, Fein schmeckt's. Und jetzt ist morgen Heiligabend und drum habe ich mir gedacht, es ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, sich mal bei allen, die da hinter der Kamera sind, zu bedanken. Weil ich finde, dass der familiäre Zusammenhalt und der freundschaftliche Zusammenhalt auch schon wirklich sehr, sehr wichtig ist. Denn wir haben im Januar angefangen und es hat sich in der Zeit so viel entwickelt und alle haben ordentlich Gas gegeben und ganz tolle Arbeit hinter der Kamera geleistet. Und drum habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es auch der richtige Moment, dass ich euch heute mal das Team vorstelle, die da hinten so tolle Arbeit leisten. Und jetzt, Jungs, würde ich euch mal bitten, möchtet ihr vielleicht mal vorkommen? Servus. Der Stefan, der ist auch in der Technik hinter der Kamera und für den Ton zuständig und er macht dann ganz tollen Job und dafür würde ich mich gern heute mal bedanken und ja, und dann darf ich dich auch mal drücken. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir so weitermachen auch im nächsten Jahr und du hast das auch ganz toll gemacht und dich wirklich, wirklich engagiert und wir machen das ja alles als Hobby nebenbei und jeder opfert seine
meine Freizeit und wir sind immer zusammen und es ist wirklich eine tolle Sache. Man wächst zusammen, man lernt auch. Und Stefan, wir machen weiter so. Auf jeden Fall, ich freue mich auch weiterhin. Super, ja. Nee, klasse. Und es gibt auch immer was Tolles zu essen. Das auch, ja. Oder? Und das ist halt dann immer, ja, was wert. Und dann haben wir natürlich auch noch den Peter, meinen lieben Mann. Und der Peter ist auch hinter der Kamera. Der Peter ist auch für die Technik zuständig. Der Peter ist auch auf jeden Fall dann auch mein bester Kritiker. Und ja, und ich möchte mich auch bei dir mal bedanken für dein Engagement. Und ich habe auch sehr viel durch ihn gelernt. Und der gibt mir immer super Regieanweisungen. Und da steckt ganz schön viel dahinter. Und meine ganzen Versprecher und so weiter und so. Manche lassen wir ja auch drin. Ist ja vielleicht auch mal ganz witzig. Und ich danke dir ganz herzlich und ich finde es toll. Und es macht mir großen Spaß. Und ich hoffe, wir machen das nächste Jahr wieder weiter so. Und auch der Sven, der heute leider nicht dabei ist, ist einer vom Team. Er ist zuständig auch mit für den Schnitt und für die Farben, für das Color Grading, wie man es halt so nennt. Ja, auch an dich, Sven, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße und herzlichen Dank für deine Hilfe, deine Unterstützung und für deine Freundschaft, dein Arrangement hier bei Fein Fein Schmeckt's. Uns allen wünsche ich schöne Weihnachten und da fehlt doch jetzt noch einer. Der hat doch auch schon so oft tolle Sachen mitgemacht. Adriano! Hallo, wo ist er denn? Der hat sich ja auch schon so toll engagiert und macht auch immer ganz fleißig mit bei den Außenaufnahmen auch, ne? Da machst du immer gerne mit und wir haben ja auch schon gebacken und gekocht und so weiter. Und ja, und so entsteht dann ein Fein Fein Schmeckt's, ein Team und eine ganz tolle Sache. Und wir hoffen natürlich, euch macht es Spaß, uns weiter zuzuschauen. Wir wollen uns auch bei euch ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr immer zuschaut und so liebe Kommentare da lasst und die Videos anschaut und teilt. Und ja, ich bin echt begeistert. Wir sind alle sehr begeistert, wie Fein Fein Schmeckt's gewachsen ist in der kurzen Zeit. Und wir wünschen euch wundervolle Weihnachten im Kreise eurer Familie. Und wir sehen uns auf jeden Fall immer sonntags und mittwochs und nächste Woche auch und überhaupt und nächstes Jahr. Ja, und dann schauen wir mal, was noch wird aus uns. Macht weiter, seid dabei, wir freuen uns riesig. Viele Grüße aus der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Eine wunderschöne Weihnachtszeit, wunderschöne Feiertage euch wünschen der Peter, der Adriano, die Joanna, Stefan und der Sven aus der Ferne. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut.